Morning, Eva. Your wake-up has been sanctioned by the ISA. We lost contact with the ground crew 450 hours ago. We have tried to establish further communications, but we are not getting any responses. We need you to investigate. Okay, doesn't it make sense to do visual checks first? We have already looked at the data. The ISA has made the executive decision that you report to the surface, post haste. You are our emergency response. What exactly is the emergency? The ground crew found an organism the ISA believed to be dangerous. We need to re-establish communication. In Ordnung, dann wollen wir das machen und damit herzlich willkommen zu The Turing Test. Wollen wir doch mal schauen, wie clever wir sind, nicht wahr? Es sieht schon mal sehr geil aus. Sehr geil. Tom. Hey Tom, what's up? Gut, The Turing Test. Tja. Cool Air, 1000. Gut, wir müssen schauen. Wir müssen also aus dieser wunderschönen Raumstation runter auf den Planeten, um zu schauen, was da los ist. Ein fremder Organismus wurde gefunden, der die Station bedroht. Das ist nicht gut. Und es sieht richtig geil aus, finde ich jedenfalls. Gehen wir mal schauen. Was haben wir denn hier so? Ah, ein Lüfter, damit frische Luft reinkommt. Wir wurden also aufgeweckt, damit wir nach dem Rechten schauen. Wir sind Ava und das Spiel ist in Englisch. Leider nur Englisch, aber das sollten wir alle hinkriegen. Sarah Brooke. Oh, das dauert aber noch, bis sie aufwacht. Hallo, bist du da drin? Michael Tokarev. Oh, die erwachen beide am 24. Dezember, in Ordnung. Welches Datum haben wir eigentlich? Ich habe jetzt gar kein Datum gesehen. Oh, der darf... Oh, User Arrow. Nein, der ist ja wohl nicht tot. Hallo? Kanadier? Hallo? Gut, 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 gut. Suichi Yui. Okay, die wachen alle am 24. erst auf. Ich bin die Einzige, weil wir spielen einen weiblichen Charakter. Haha. Die sind ja sowieso schlauer. Und deshalb müssen wir mal nach dem Rechten schauen. Was haben wir denn hier Schönes? ID not found. Oh, kann man hier was machen? Hallo? Ah, cool. Aha. Mit der Maus scrollen wir. Okay, wo ist der Fehler in der Zahlenreihe? Es ist sehr trist und steril hier. Ah, die Crew-Lobby. Was haben wir denn hier? Tom Touch. Süß. Aha, wir können also Gegenstände untersuchen. Falls wir mal nach versteckten Hinweisen und Code suchen müssen wahrscheinlich. Gehe ich mal ganz stark von aus. Okay. Was haben wir hier? Captain Daniel McLean. Ja, ich habe aber leider keinen PIN. 2, 4, komm. Dezember. Inkorrekt. Gut. Halt. So, Gut, ich muss mich erstmal in das Spiel ein bisschen eingewöhnen. Pick up your EMT. Your EMT. Aha. Okay, Tom, danke. Ich werde mein EMT aufnehmen. Ah, das hier ist meine Clever-Kanone. In Ordnung. In Ordnung. Wir sollen zur Landebucht. Einen Anzug habe ich ja bereits an. Das haben wir schon gesehen. Was haben wir denn hier? Energy Manipulation Tool von der Ashiyama Industries. Aha. Kann man das auch irgendwie lesen? Warte. Ne, kann man nicht. Okay. Wenigstens wird alles wieder schön ordentlich hingelegt. Das finde ich gut. Kiste. Kann man auch nicht benutzen. Ah, okay, hier geht's einmal rum. Ah, okay, wir können rennen. Und gefühlt ein bisschen langsamer gehen, in Ordnung. Eine Taschenlampe. Die können wir auch nicht mitnehmen, die können wir uns nur anschauen. Gibt's hier irgendwas? Ah ja. Ja, gut. Kann man auch nur betrachten. Okay. Wie kriege ich denn die Tür von dem Captain auf? Oder kann ich da jetzt gar nicht rein? Was haben wir denn hier? Ah, an Ava! Der folgende Status ist... Oh, Energiefluktuationen vor der Kryostase. Okay. Ah, ich kann meine E-Mails lesen. In Ordnung. Dan McLean. Aha, das ist der Captain. Hallo Dan! Ich bin kurz davor, meine Kryostase zu initialisieren. Gib Tom Bescheid, falls ihr mich braucht. Hoffentlich wird es keinen Grund geben, mich aufzuwecken. Ich bin sicher, ich werde von euch hören, sobald ich aufwache. Aber das wird für euch Jungs wahrscheinlich eine lange Zeit sein. Viel Glück da unten. In Ordnung, er hat geantwortet. Hoffentlich brauchen wir dich nicht. Aber wir werden dich im Land der Lebenden vermissen. Ich werde sicher gehen, dass Tom regelmäßig nach dir schaut. Ich weiß, dass er das sowieso macht, aber ich mag den Gedanken, dass ich ihm helfe. Ah, okay. Tom ist unser Roboter, ja. Das ist gut. Concerns? Oh nein. Captain McLean hat mehrere Mails geschickt, die... dass man lieber mal nach den Kryo-Chambers gucken soll, dass sie korrekt funktionieren. Sie funktionieren wie erwartet. Aha. Es ist alles in Ordnung. Ah, Tom hat geantwortet. Das hat... nee, wir hatten es geschrieben. Hä? Warte mal. To Ava. From? Technical Operation... Ach, für Tom. Ah, wir machen uns keine Sorgen. So, ich initialisiere meine Kryostase. Ich gehe davon aus, dass sich viel verändern wird, während ich schlafe. Wenn alles gut geht, sollte ich in 10 Jahren geweckt werden. Oh, ich wünsche euch allen ein schönes Leben. Oh, das ist süß. Boah, ist das aber auch krass, wenn du für 10 Jahre eingefroren wirst, ne? Gut, also es gab keine Schwierigkeiten mit den Schlafkammern, aber wir haben doch eine gesehen, da ist doch irgendwas schiefgegangen. Wieso hat Tom da nicht aufgepasst? Oh, schöner Lichtreflex. Schöner Lichteffekt, warte mal. Aha, aha. Gut, hier geht's wahrscheinlich runter. Zu den Landebuchten. Das macht sie selbstständig, okay. Und die Tür schon wieder zu und die Leiter ist hoch, also gibt es kein Zurück mehr. In Ordnung. What's the ship's status? I have performed the necessary checks. The Europa Lander is ready to launch. Alles klar. Die Landeeinheit ist bereit. So, was haben wir denn hier noch? Aha. Docking Bay. Kann man hier rein in die Tür? Nein. So, was haben wir denn hier? Fangen wir mal oben an. I think that's everything wound up, Tom. Yes. Well, I guess I'm ready to go down for the long sleep then. Good night, Ava. I will miss your assistance. The ship will be very quiet without you here. Night. See you when I wake up, Tom. Oh, süß. Tom und Eva haben sich noch verabschiedet. Das Schiff wird sehr ruhig sein ohne sie. Oh, süß. Residuals before nulling, -02, -04, -01. X and Z, null to zero. Looking good. Okay, good. Horizon check right on time. How's things, Christopher? Good. I am go for power descent. I can confirm. You are go for power descent. Roger that. I am running the PDI program. 80-degree delta pitch to 88 degrees absolute. Braking procedure. Engine 1 ignition. Engine burn. Suppressing 400 alarm. Balance. Ah, da ist das Europa-Landeteam runtergeflogen. Okay. Mal gucken, wie lange ist das jetzt her? Weiß ich nicht, ne? Was haben wir hier noch? The lander is already. Good. Thanks, Tom. You okay now, Sarah? Yeah, I think so. Thank you, Danielle. I've done this before. I'm sure you'll be fine. It's just another 10 years of my life. Sie ist ein bisschen aufgeregt, aber ne? 10 Jahre unten auf dem Europa-Ding. The Land. Ah, klar. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Warte. Wie komme ich hier wieder raus? Muss ich echt Escape drücken? Ah, okay. Gut. Alles funktioniert, wie es funktionieren soll. Gehe ich mal ganz stark von aus. Das ist schön gemacht, ne? Ist wirklich schön gemacht. Dahinter ist nur der Weltraum. Die Musik ist schön im Hintergrund. Schöne Musik. Ich habe kurz der Musik gelauscht. Schicke Station. Eine wirklich schicke Station. Ah, Bay 3 ist bereit. Die steht auf grün. Alles klar. Hier ist nix. Kann man sich hier noch irgendwas angucken? Tom Touch? Storage Unit? Nee, gibt's auch nichts rauszuholen. Tür, ne? Okay. Gut, das hier ist nur so Vorgeplänkel, ne? Ah, okay. Da ist meine Landeeinheit. Alles klar. Hier noch irgendwas? Hoppala! Wieso wurde das gerade dunkel? Okay, hier ist auch nichts mehr. Alles nur Deko. Gut, dann wollen wir uns hier gar nicht länger aufhalten. Schade, dass ich die Tür nicht aufgekriegt habe, aber ich wüsste auch nicht, wo ich... Ich komme eh nicht mehr zurück. Schade. Vielleicht schafft das irgendjemand anders noch. Gut, ich bin bereit. Also dann, runter nach Europa. Der schicke Mond. Was haben wir denn da? Ah, nice, okay. Retro. Go. FIDO. Go. Guidance. Go. Control. Go. Telcon. Go. Then we are go for launch initiating. Zephyr. Wow, ich lasse das einfach mal wirken. Engaging retrofire. I'm running the program. 80-degree delta pitch to 88 degrees absolute. Braking procedure. Trajectory looks good. 502 alarm. It looks like we're coming in too fast. We are slightly short of the landing site. We are going to have to burn late. Oh. Full retrograde. Sehr schön. Na, da sind wir doch gut gelandet. Aber wir sind gefallen wie ein Stein, oder? Wir waren jetzt sehr schnell hier unten. Open the door. Welcome to Europa. Vielen Dank, Tom. Es ist kalt hier. Ah, okay, ab hier übernehmen wir wieder. Okay, schöne Sequenz war das. Krass. Hier geht's rein. Ah, ist schon schick hier, ne? Echt gut gemacht. Oh nein, Alpha-Wand, ich komme nicht weiter. Ah, ich kann nichts erkunden. Gut, das ist ja auch nicht Sinn der Sache, ne? Wir sollen ja in der Basis nach dem rechten sehen, da ist ja dieser fremdartige Organismus aufgetaucht. Hm. How long will my suit survive these conditions? At 100 degrees Kelvin, a couple of hours. We should get inside. Gut. In Ordnung. So, ich bin da. Leute, seid ihr hier? Ich komme. Eine Untersuchung. Sie ist irgendwie so eine Ermittlerin, ne? Außer so. Das Notfallprogramm. Die Notfallhilfe. Na, schauen wir mal, was hier los ist. Ah, eine kleine Klinke drin und wir sind bei Star Trek, ne? Hm. ISA. Okay. Oh, gut. Jetzt geht's los wahrscheinlich. Das war jetzt mal süß. Erstmal hin zu den Aufgaben und dann... Hallo? Ah ja. Und dann mal schauen. Gesehen habe ich noch nichts. Ich habe noch mal gelesen, soll sehr gut sein. Also auch von den Kritiken her ist das sehr gut. Von daher, Turing-Test sagt mir was. Das ist irgendwas hier... Es gibt Sachen, die eine Maschine nicht lösen kann, sondern nur der menschliche Verstand. Da kann man auch im Internet, glaube ich, mal selber so einen Test machen oder sich das angucken. Irgendwas war da. Und dann wollen wir doch mal schauen, wie schlau wir sind. Soll ein bisschen wie Portal sein. Ah, wohl, kann man das sagen? Nee, warte mal. Aha. Aha. The base has changed. What do you mean? The base was originally constructed as modules to withstand the seismic activity in and around Theeromagula. It appears the ground team have manipulated these modules. Aha, die haben Obenbau vorgenommen. Die Basis wurde umgebaut. Ich verstehe. Ah, machen wir erstmal Strom, ne? Ah, ich verstehe, okay. Lädt damit meine Kanone auf? The base was built initially by machines. I served as the mind of these operations. I arrived first on Europa in 2240. It costs a lot to send humans into space with the necessary life support, especially such a vast distance from Earth. So, robotics built this place. Gut, die Roboter haben diese Basis ursprünglich gebaut, aber die Menschen haben Veränderungen vorgenommen, also das Außenteam hier. Ah, okay. Gut, okay. Okay, okay. Dafür ist meine Kanone da. Mhm, mhm. I wonder why the ground team has changed these rooms. I have a hypothesis. These rooms are Turing tests. Turing tests? Turing tests are tests designed to tell humans and machines apart. Ah, siehst du, ja. Typically problems only solvable by a human. A combination of logical and lateral thinking. So, you can't complete these tests, Tom? No. That is why I am glad you are here to help. We need to work together. Ich verstehe. Aha. Aber das kriegt doch. Okay, jetzt kriege ich die Leiter nicht hoch. Gut, Tom kann diese Tests hier nicht absolvieren. Warum haben sich die Menschen dahingehend entschieden, das hier umzubauen? Ha. Bin mal gespannt, was das für ein Rätselspiel wird. Das war bis jetzt ja noch einfach. Aber die Zeit wird kommen, wo ich mich blamieren werde. I am quite impressed. So, what were they used for before? Most of them were used for storage. But they have converted them beyond recognition. Perhaps they ran out of things to do out here. The devil makes work for idle hands. Ich glaube nicht, dass ihnen langweilig geworden ist. Die werden schon ihren Grund gehabt haben. Aha. Ah ja, klar. Jetzt haben wir die Tür oben und unten offen. Ich verstehe. Ach nee, warte mal. Ach, hier kann man nur rausgucken. Ah, okay, alles klar. Gut. Wir werden beobachtet. Hm. Gut, hier ist Strom. Und hier brauchen wir Strom. Alles klar. Bis jetzt geht's ja noch, ne? Aber ich prophezeie, dass ich mich obsalat, dass mir doch so. Do you know the ground team's location? The crew are deeper inside the base, it seems. They must be trying to survive. Can you find their precise location? I'm afraid not. I am working to regain control. Though I once had complete control of this base, a lot has changed in the past 500 hours. Hmm. Er kann sie nicht aufspüren, okay. Ah, okay. Wenn ich den jetzt rausnehme, ist die Tür zu. Jetzt ist die auf. Wie komme ich da hoch? Ah. Ha, ha, ha. Hä? Gut. Okay, man muss ein bisschen grübeln, ne? So, if this base is managed by you, why can't you find the crew? The base's communication array is malfunctioning. Mhm. Perhaps we can't solve this yet. Das wäre wirklich ein Ratespiel. Ah, runter muss ich einfach springen, okay. Zwei Ströme. Okay. Aha, warte. Haha, ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Siehst du? Und schon geht's los. Und schon geht es los. Ha, 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 ha. Okay. Aha. Ah, ich verstehe. This doesn't add up. What does not add up? If there was an accident, surely they'd come to find me, not try to lock me out. My instance is still resolving conflicts. I expect they have their reasons. Ja, wenn irgendwas passiert wäre, hätte man sie gerufen und nicht versucht, sie draußen zu halten, ne? Gut, hier haben wir Strom. Zu dieser Tür. In diese Tür müssen wir rein. Ah, hier haben wir eine Weich. Hier haben wir Strom, der diese... Mhm. Was passiert jetzt? Nichts. Ah. So, okay, gut, schon mal ein bisschen Knobel, ne? Das ist My instance has just been updated. Aha. Sorry? I have two instances of my mind, two separate versions. A slave mind running on the satellite and a master running here on the surface. When the communication was cut between the surface base and the satellite, the two instances of my mind were separated. So, During all this time, all of my knowledge divided into two separate branches. I continued to learn on the satellite, and I continued to learn on the surface. I am trying to merge the knowledge to create a timeline of what's happened here. But there are incongruities between these memories, conflicts. Okay.